Herzlich willkommen zu einem Video des Projektes OER für die Lehrkräftebildung, Handlungsstrategien für heterogene Klassen der Universitäten Oldenburg und Vechta, gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Zusammenarbeit mit der Universität Flensburg. Mein Name ist Clemens Hillenbrandt. Ich bin hier an der Universität Oldenburg Professor für Pädagogik und Didaktik bei Beeinträchtigungen des Lernens im Institut für Sonderpädagogik. Ich bin Marie-Christine Vierbuchen, ich bin Juniorprofessorin für inklusive Bildung an der Universität Vechta. Unser Projekt hat das Ziel, Open Educational Resources Materialien zu erstellen, OER-Materialien, die für die Lehrerbildung zur Verfügung gestellt werden. Uns geht es insbesondere um die Perspektive Inklusion und Heterogenität, also um Konzepte, um Forschungsergebnisse, um Handlungsmöglichkeiten zur Umsetzung von inklusiver Bildung. Wir haben in Seminaren oft gemerkt, dass es den Studierenden ganz schwer fällt, von Grundlagen der Inklusion in dem einen Bereich hin zu ihren Fächern den Transfer zu schaffen. Und das wollen wir, so diese Brücke wollen wir mit unserem Projekt etwas schlagen, dass es niedrigschwelliger wird, die Grundlagen inklusiven Lernens und Lehrens in die Fächer zu transportieren. Wir wollen dazu in mehreren Paketen, wollen wir wichtige Inhalte in Form von Videos, von Lernmaterialien, von Texten aufbereiten, um Grundlagen zu legen für die Vertiefung im selbstständigen Studium. Das Besondere an unserem Projekt ist, dass die Lehrenden quasi genau das rausziehen können von einzelnen Bausteinen und einzelnen Filmen, Dateien, Texten, Arbeitsblättern, was sie brauchen für ihren Unterricht, für ihre Seminare, für ihre Vorlesungen. Das heißt, ganz einzelne Puzzlesteine oder Puzzleteile können angepasst werden an den Bedarf, den die Lehrenden der Universität in dem Fall für die Studierenden sehen. In unserem Projekt wollen wir in einzelnen Modulen arbeiten. Das heißt, Module, die wichtige Themen für die Umsetzung von Inklusion behandeln. Ja, in unserem Paket 1, da geht es also um guten Unterricht. Das ist ja eine Schlüsselfrage. Wie bin ich erfolgreich als Lehrkraft? Auch damit ich selber gesund bleibe, mich nicht überfordere und damit meine Schüler erfolgreich lernen. Das ist ja das, was unser Ziel ist. Und dafür bieten wir Ihnen eine wichtige Theorie auf empirischer Basis, die verschiedene Strukturen und Elemente eines guten Unterrichts verdeutlicht. Und wir bieten Ihnen auch ganz konkrete Umsetzungsmöglichkeiten in unseren verschiedenen Materialien an. In unserem Modul 2 wollen wir klären, was meint Inklusion. Inklusion stellt ja so ein Megathema der Bildungspolitik, aber auch der Sozialpolitik dar. Und jetzt geht es darum, wie kann eine Schule, wie kann unser Schulsystem insgesamt sich entwickeln, um diesen Auftrag umzusetzen? Dazu klären wir erst einmal, was bedeutet der Auftrag Inklusion? Und was heißt das für die Weiterentwicklung unseres Schulsystems? Welche Schritte kann man tun? Wie kann man auch kooperieren mit Professionellen aus verschiedenen Domänen? Wie können wir auch zufriedenstellend zusammenarbeiten mit unseren Schülerinnen und Schülern? Wie können wir tatsächlich diesen hochanspruchsvollen Auftrag umsetzen? Das wird unser Thema sein bei Inklusion. Im Paket 3 geht es um die besonderen Bedarfe von Lernenden. Wir wissen, jeder Lernende ist ganz individuell unterwegs. Und wie kann ich nun diese individuellen Ausgangslagen von Schülerinnen und Schülern berücksichtigen? Wie kann ich denen gerecht werden? Besonders wollen wir uns konzentrieren auf Lernschwierigkeiten und auch auf problematische Verhaltensweisen. Denn wir wissen, viele Lehrkräfte erfahren dies als eine erhebliche Belastung ihrer täglichen Arbeit. Aber auch für die Schülerinnen und Schüler ist es besser, eine Unterstützung zu erleben. Maßnahmen zu implementieren, zu nutzen, die sich wissenschaftlich erprobt haben, die geprüft sind, das macht Sinn. Das hilft uns, auf diesem Weg den Bedarfen der Lernenden besser gerecht zu werden. Und das ist etwas, wo wir konkrete Maßnahmen, konkrete Methoden, konkrete Materialien für Sie aufbereiten, die Sie dann nutzen können. Und das hilft uns, insgesamt erfolgreicher zu sein, für die Lernenden eine gute Lernumgebung anzubieten
mit ihnen erfolgreich zusammenzuarbeiten. Und das führt letztlich auch zu mehr Zufriedenheit bei Ihnen als zukünftigen Lehrenden. Ja, mein Name ist Franco Rau, ich bin Juniorprofessor für Mediendidaktik an der Universität Vechta. Ich beschäftige mich mit Fragen zur inklusiven Medienbildung und wie das Lernen mit Medien gelingen kann. Denn was wir ja wissen, ist, dass unsere Lernenden ganz unterschiedlich sind und unsere Empfehlungen und Materialien, die wir ihnen bereitstellen wollen, sollen darauf eine Antwort geben. Und um Ihnen so einen Einblick zu geben, dass wir nicht nur aus einer fernen wissenschaftlichen Perspektive argumentieren wollen, möchten wir auch gerne einmal die SchülerInnen zu Wort kommen lassen und ihnen Einblick geben, welche Schwierigkeiten, aber auch welche Erfolgsgeschichten sie im Unterricht erlebt haben, um Anschluss zu bieten, wie unsere Materialien hilfreich sein können. Ich habe ja eine Rechtschreibschwäche. Da meinte meine LRS-Förderhilfe, ich würde so verkrampft beim Schreiben sein. Und dann haben wir es mal auf dem iPad ausprobiert. Und da war es halt einfacher. Und seitdem darf ich halt auf dem iPad in jedem Fach schreiben. Außer die Klausuren, die muss ich natürlich weiterhin auf Papier schreiben. Wenn zum Beispiel, wenn man jetzt ein Fach hat, wo viele komplizierte Wörter verwendet werden, um einfache Handlungen zu umschreiben. Dann sollte man auf die einfachen Wörter zurückgreifen und dann Vergleiche anstellen, dass dieser Begriff, dass man den verstehen kann wie diesen anderen, also dann einen umgangsüblichen Begriff, der dann, womit man quasi dann eine Verknüpfung schließen kann, dass man versteht, worum es gerade geht. Weil wenn man halt in einem Bereich wenig Wissen hat oder gar kein Wissen und der Lehrer einem da irgendwas erzählt, dann kann man im Kopf nichts verknüpfen. Und dann weiß man nicht, wo man es einsortieren kann, und dann kann man auch nichts lernen. Das ist das größte Problem, wenn man eigentlich einfach so in Unterricht reinkommt und von nichts eine Ahnung hat. Und dafür sind ja Lehrer da, einmal etwas beizubringen und nicht zu erzählen, was man zu lernen hat, und dann muss man das zu Hause nachlernen. Der Werkunterricht, das war ein Referendar, und der hatte richtig gut Unterricht gemacht, weil der hatte alle Schüler gut eingebunden, der war ziemlich jung, war er auf unserer Ebene und kannte oder hat halt nicht so diese alte Schule gemacht, also wo dann wirklich nur der Lehrer etwas erklärt, sondern hat auch die Schüler wirklich aktiv mitmachen lassen. Und das ist dann ziemlich guter Unterricht, wenn man dann nicht nur die Ansichten des Lehrers vermittelt bekommt, sondern auch andere Ansichten und auch zum Beispiel dann von den anderen Mitschülern lernen kann und der Lehrer von den Mitschülern lernen kann. Das ist immer so ein Austausch. Das ist dann sehr guter Unterricht. Ja, also die sagen auch immer, dass ich das kann und dass ich das auch schaffe. Und das gibt mir dann halt auch nochmal so einen Mutjobs. Die Herausforderungen von inklusivem Unterricht liegen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Auf der einen Seite haben wir natürlich fachliche Aspekte, die eine große Rolle spielen. Ich muss als Lehrkraft noch viel mehr als vorher eine sehr heterogene Gruppe im Blick haben. Und zwar sowohl an Diagnostik, also gucken, welche Kompetenzen haben die schon, wo kann ich ansetzen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wie kann ich genau da ansetzen zu unterstützen. Also ich muss sehr viel Fachwissen haben, ich muss sehr viel Wissen über die Schülerinnen und Schüler haben. Einen guten Überblick auf der fachlichen Ebene. Aber viel mehr als vorher kommt auch die soziale und emotionale Ebene in den Vordergrund. Also ich habe ein viel breiteres Spektrum an Kompetenzen, aber auch an Schwierigkeiten, an Unterrichtsstörungen, vielleicht auch auffälligen Verhaltensweisen. Und auch hier ist es eine große Herausforderung, eigentlich eine der größten Herausforderungen, die Lehrkräfte oft berichten im inklusiven Unterricht. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, empfehlen Sie es gerne weiter. Aktuelle Informationen zu unserem Projekt und den erstellten Materialien finden Sie unter dem angegebenen Link oder bei twillo.de unter dem Stichwort OER-Lehrkräftebildung. Dieses Video wurde unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht und ist zur Weiternutzung freigegeben. Weitere Lizenzhinweise entnehmen Sie bitte dieser Ansicht.